Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen und das ist mal ganz interessant auch für die Anfänger unter euch. Und zwar soll es heute mal darum gehen, in welchen Gesteinsarten überhaupt die Möglichkeit besteht, Gold zu finden. Und dafür ist dieses Paket, um dies zu erklären, super gut geeignet. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, erstmal herzlichen Dank an Daniel, einer meiner YouTube-Follower, Motocrossing hier auf YouTube. Und zwar hat mir Daniel dieses Paket geschickt mit Lesesteinen aus seiner Heimat. Diese Steine stammen, wenn ich das richtig verstanden habe, alle so um die Gegend um Hannover. Und ja, darum soll es heute gehen. Wir wollen mal schauen, was das für Steine sind und wo wir potenziell Möglichkeit hätten, Gold drin zu finden. Ich habe diese Steine schon mal nach ihren Sorten sortiert. Wir haben hier zum einen Feuerstein und Silex. Dann haben wir hier so ein paar Schieferartige mit Quarzadern drin. Einen Kalkstein habe ich hier drin gefunden. Und dann haben wir hier noch mehrere Quarze. Ja, wir fangen mal an bei den Feuerstein und Silex. Ja, wenn ihr solche Steine draußen irgendwo findet, die sind von ihrer Beschaffenheit sehr interessant. Und man muss allerdings gleich dazu sagen, Gold werdet ihr in denen nicht finden. Dieses Feuerstein und Silex ist entstanden, oder die Entstehungsgeschichte reicht in den Tertiär zurück. Die Entstehungsgeschichte ist nicht ganz genau wissenschaftlich belegt, allerdings weiß man, dass dieses Gestein aus Kieselsäuren entstanden ist und dass dazu auch wahrscheinlich organische Substanzen beigetragen haben. Damit schließen wir das für die Goldsuche eigentlich komplett aus. Es sind allerdings ist eine gute Gesteinsart, um Fossilien zu suchen. Man kann zum Beispiel an der Ostsee, wo es sehr viel von diesen Feuersteinen gibt, Fossilien drin finden. Und zwar meist Seeigel oder Donnerkeile, die teilweise im Gestein noch eingeschlossen sind. Es gibt auch bei diesen Feuersteinen natürlich auch sehr schöne Steine, die auch sammelwürdig sind, rein von ihrer Struktur her. Ja, aber wie gesagt, zum Goldsuchen ist dieses Gestein für uns nicht geeignet, weil hier drin werdet ihr auf jeden Fall nichts finden, weil es einfach durch seine Entstehungsgeschichte heraus schon nicht möglich ist. Kommen wir mal zum nächsten Stein, und zwar ist das ein Kalkstein. Kalkstein ist in seiner Entstehungsgeschichte ähnlich wie der Feuerstein halt nicht mit Gold in Verbindung zu bringen, da dieses Kalkgestein meist aus Kieselalgen oder aus Muschelkalk oder aus anderen Tierschalen entstanden ist. Gold ist da drin nicht zu finden. Man muss allerdings sagen, wie hier bei uns in Thüringen zum Beispiel, die Saale, die läuft viel durch Kalkstein, und die Schotter der Saale bestehen wahrscheinlich zu 80% aus Kalkstein. Und trotzdem kann ich in der Saale Gold finden. Zwar nicht in dem Gestein, aber in der Saale selber, in den Sanden und in den Kiesen der Saale ist trotzdem Gold vorhanden. Das hat allerdings einen anderen Grund. Ihr müsst wissen, die Saale läuft auf ihrem Weg hierher bis fast vor meiner Haustür, muss ich sagen. Oder auf diesem Weg münden viele Flüsse, unter anderem zum Beispiel auch die Schwarza. Und die Schwarza ist ein Fluss, der goldhöffig ist. Und in der Saale ist es so, dass einfach das Gold in der Saale gefunden werden kann, weil die Schwarza es einträgt. Und somit aber auch der Kalkstein wieder in Verbindung steht mit Gold. Nicht direkt, aber wenn wir dort waschen, haben wir viel Kalkstein und können trotzdem Gold finden. Das ist ein bisschen eine kleine Abnormalität, aber das ist so. Und wenn man sich dann mal die Flüsse genau anschaut und die Flüsse, die in andere Flüsse münden, dann kommt man da auch relativ schnell hinterher, warum Gold in manchen Flüssen vorhanden ist, obwohl dort keins zu finden sein sollte. Das ist zum Beispiel bei der Saale der Fall. Und in der Saale kommt das am meisten vor. Das ist ein simpler Kalkstein, auch ideal zum Suchen von Fossilien.
Ihr habt, wenn das der Kalkstein das richtige Alter hat, könnt ihr schöne Fossilien auf jeden Fall da drin finden. Ein Gestein, was ebenfalls in der Saale vorkommt, ist Schiefer. Und Schiefer ist deshalb in der Saale, wie eben schon erwähnt, weil die Schwarza in die Saale mündet. Und deshalb können wir dort Schiefer drin finden, obwohl die Saale selber nicht über Schiefer drüber läuft, haben wir trotzdem auch Schiefer in der Saale. Bei Schiefer ist es so, in Schiefer könnt ihr Gold finden, allerdings meistens nur in mikroskopischen oder mikroskopisch fein. Es ist wohl so, dass wir bei uns im Thüringer Wald das Schiefergebirge pro Tonne so und so viel Milligramm oder bis Gramm Gold enthalten kann. Es ist allerdings nicht sichtbar und kann Gold enthalten. Ist aber für unsere Suche nicht unbedingt so wichtig, da wir das Gold leichter in den Flüssen und Bächen finden als in dem anstehenden Schiefer. Es sei denn, wir haben im Schiefer, wie hier ein Stein zum Beispiel zu sehen ist, Quarzadern drin, dann wird das Ganze schon wieder interessanter, weil das Gold praktisch in diesem Quarz enthalten sein kann und dann an den Verbindungen zwischen dem Muttergestein, dem Schiefer und dem Quarz praktisch ausgefallen ist. Und dann ist es auch möglich, dass wir in diesen Quarzadern im Schiefer Gold finden können. Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Gestein. Wir hatten den Quarz schon erwähnt. Das sind die Quarze und das sind für uns tatsächlich die interessantesten Steine, um nach Gold zu suchen. Wenn ihr in einer Region seid, wo es Gold gibt, dann ist auf jeden Fall der Quarz der wichtigste Stein, weil in dem Quarz ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ihr da tatsächlich Gold findet. Quarz oder Quarzit ist der Träger, in dem das Gold vorhanden ist. Im Laufe der Erosion wird das praktisch aus dem Quarz in den Flüssen, durch das Rollen in den Flüssen, wird das Gold aus dem Quarz freigegeben. Und so können wir das praktisch mit der Waschpfanne oder mit unserer Sluicebox im Bach finden. Meistens auch konzentriert, weil ja die Bäche tief in den Tälern laufen. Und das Gold ist halt schwer und sucht sich immer die tiefsten Punkte. Und das sind auch in den Gebirgen natürlich die Täler, wo die Bäche und Flüsse laufen. Und da ist dann die Konzentration am höchsten. Ja, und der Daniel hat uns hier ein paar schöne Quarze geschickt. Es sind verschiedene. Und ich werde auf jeden Fall mal gleich die Säge anstellen und wir schneiden mal welche von denen auf und schauen da mal rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt heute Gold drin finden, ist mega gering, da auch das Gebiet, wo die Steine herstammen, nicht explizit ein Goldgebiet ist. Aber ich vermute mal, die sehen so hübsch aus. Wir schneiden die mal auf und schauen mal rein. Es kann sein, dass die auch von innen sehr hübsch aussehen. Und generell ist auch zu sagen, diese rein weißen Quarze sind für die Goldsuche nicht so gut geeignet. Wenn ihr Quarze findet oder an Quarzen nach Gold suchen wollt, solltet ihr euch Quarze suchen, wo auch noch ein bisschen Eisenerz zu sehen ist, also so braune Einschlüsse oder eben auch noch Muttergestein anhaftet. Das ist tendenziell für die Goldsuche auf jeden Fall besser und erfolgreicher, als wenn ihr euch jetzt nur auf solche rein weißen Quarze konzentriert. Die sind meistens nicht ganz so goldhöfig. Hier sehe ich, das könnte sogar ein Sandstein sein. Nee, ist auch Quarz. Ja. Ja, das sind diese so grob die vier Gesteinsarten, die mir der Daniel zugeschickt hat. Und wir schneiden jetzt hier nochmal zwei, drei auf und schauen da mal rein. Man sollte immer bedenken, Gold ist da, wo ihr es findet. Und man sollte nie von vornherein alles ausschließen. Dann würde man nach gar nichts gucken und würde man auch nie was finden. Deswegen immer schön Steine zerbrochen und reinschauen. Und irgendwann wird sich dann auch Gold finden, wenn ihr die Steine von der richtigen Stelle gelesen habt. Wir schmeißen mal die Säge an und dann geht's schon los. Ich habe mir hier mal drei Steine rausgesucht, die ich von der Optik her interessant finde, nicht wegen dem Gold. Wobei ich gerade gesehen habe, ich glaube, bei diesen beiden handelt es sich gar nicht um Quarz, sondern ebenfalls um Silex oder Feuerstein. Aber wir schneiden die trotzdem mal auf, weil die haben so ein schönes Muster. Wir schauen mal rein, wie die von innen aussehen.
Ja, und den Quarz schneiden wir auch mal auf und da schauen wir auch gleich mal rein. Wir fangen mal mit dem Quarz an. Ja, wie zu erwarten, sieht er natürlich von innen ähnlich aus wie von außen. Nicht spektakulär. Und Gold kann man so jetzt auf Anhieb auch nicht erkennen. Wir schauen mal mit der Vergrößerung rein. Ja, und auch unter der Vergrößerung seht ihr, ist da kein Gold zu erkennen. Und trotzdem bleibt der Quarz der Kandidat für uns und für die Goldsuche, auf den wir am meisten achten müssen. Ja, jetzt schauen wir gleich nochmal in die anderen beiden rein. Das hat sich tatsächlich als Silex herausgestellt, also es ist Feuerstein. Und ich war da, erst dachte ich, das ist ein ziemlich dunkler Quarz, aber man sieht dann doch, dass es feuersteinartig ist und damit auch für die Goldsuche für uns nicht relevant. Allerdings für die Fossiliensuche und einfach um schöne Steine zu sammeln, kann man da trotzdem ein Augenmerk drauf haben. Das war der kleinere von den beiden. Und hier noch der größere. Der ist etwas ausgebrochen. Der hatte schon einen Riss gehabt. Man sieht den Riss noch. Der war vorher schon drin. An der Stelle ist er dann gebrochen. Ein typischer Silex. Daraus haben unsere Vorfahren in der Steinzeit ihre Werkzeuge gebaut, Klingen abgeschlagen und damit hat man im Prinzip die ersten Werkzeuge gebaut. Ja, war damals ein sehr wichtiger Stein. Ja, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein für heute. Dieses kleine Paket vom Daniel. Goldtechnisch natürlich schwierig, da Gold drin zu finden, da es ja von der Region her schon nicht ganz einfach ist, bei ihm Gold zu finden. Aber trotzdem mal interessant zu sehen, die verschiedenen Gesteinsarten und für jemanden, der das nicht weiß, wo man überhaupt sein Augenmerk drauf richten sollte, auf welche Gesteinsorten, ist es natürlich allemal interessant. Wenn ihr auf Goldsuche gehen wollt, müsst ihr jetzt immer den Quarz im Fokus behalten, ist besser als Feuerstein oder Kalkstein. Wenn ihr Fossilien sucht, dann schaut lieber nach Feuerstein und Kalkstein, da sind eher die Fossilien drin vorhanden. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich habe schon wieder das nächste Paket bekommen. Diesmal ein für mich und für meine Interessen aktuell sehr interessantes Paket. Da sind nämlich 3 Kilo Achate drin zum Aufschneiden Rohsteine. Und um die wird es in den nächsten Videos gehen. Also wenn euch das interessiert, bleibt dran. Hier schon mal ein recht herzlicher Dank an den Andreas von Mineralien Franz, der mir dieses Paket zugesendet hat. Aber darum soll es in den nächsten Videos gehen. Dann bleibt mir nur noch, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Video. Macht's gut!